Wenn wir zum Beispiel auf einer Potenzialanalyse sind, wenn es jetzt um das Thema 3D-Druck geht, dann wünschen sich die Konstrukteure und auch die Entwickler, wenn wir da in einer Runde sitzen und über Bauteile sprechen, ganz oft ein Beispiel, wie man diese additive Konstruktion bei einem wirklich simplen Beispiel mal einfließen lässt. Wie muss man da denken und dass man sich auch an das Richtige herantraut. Das ist so dieser Punkt. Man hat da so eine Unsicherheit, man kann es nicht greifen. Es ist etwas, wo man sich einfach schwer tut. Und da wird dann ganz oft danach gefragt, können Sie da nicht mal ein einfaches Beispiel geben? Und dieses einfache Beispiel, das möchte ich Ihnen heute hier einfach mal an der Tafel hier mal mitgeben. Und wir machen dort wirklich ein super einfaches Beispiel, dass sich jeder vorstellen kann. Angenommen, Sie überlegen, 3D-Druck einzusetzen für Vorrichtungen, Montagehilfen, Halterungen etc. Für das ganze Thema Hilfsmittel. Und Sie denken darüber nach, wenn es um Bohrschablonen geht. Jetzt würde jeder natürlich sagen, Herr Lutz, das ist doch ganz einfach, eine Bohrschablone, da nehmen wir ein Stück Flachmaterial, da machen wir zwei Bohrungen rein, an den Stellen, wo gebohrt werden soll, und dann habe ich eine Bohrschablone. Das ist richtig, aber wir wollen Ihnen ja ein kurzes Beispiel geben. Also, wenn wir jetzt diese Idee mal auffassen von dieser Bohrschablone, dann hat man so das Stück Flachstahl und man macht da im Endeffekt zwei Löcher rein. Na, dann machen wir das Loch auch noch schön zu, hier. Na, das machen wir nochmal hier, aber ist nicht schlimm, machen wir da hier zwei Löcher rein. Wie könnte man jetzt den Gedanken bei 3D-Druck übernehmen? Und wenn man sagt, man möchte das jetzt mal ein bisschen ausreizen, wo greift man da jetzt darauf zurück? Und der erste Schritt, der hier ganz gut ist, ist, dass man sich denkt, wo habe ich denn meine Schnittstellen? Wo habe ich denn die Punkte, die wichtig sind bei dem Bauteil? Weil, wenn man sich das anschaut, vielleicht sind die äußeren Bestandteile gar nicht so wichtig, vielleicht muss es auch gar nicht so steif sein, das Bauteil. Also der erste Blick, den man darauf hat, ist, gut, ich habe hier zwei Bohrungen, die muss ich schlussendlich setzen. Und damit diese Bohrungen gesetzt werden, habe ich vielleicht an der Stelle hier oben und vielleicht an dieser Stelle hier einen Anschlag, dass ich das irgendwie einhaken kann, diese Bohrschablone, dass diese gut sitzt. Und dann kann man mit der Ständerbohrmaschine oder mit der Bohrmaschine, je nachdem, was die Anwendung jetzt ist, im Endeffekt bohren. Und wie man jetzt sieht, das sind jetzt so diese ersten wichtigen Stellen und dann verbindet man diese Stellen miteinander. Und ich möchte Ihnen jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel jetzt hier geben. Das bedeutet, das kann man sich ein bisschen aus der Natur abschauen, indem man sagt, gut, wie macht es denn die Spinne? Dass man sagt, gut, ich verbinde jetzt die einzelnen Stellen so miteinander, dass ich noch eine Steifigkeit hinbekomme, aber vielleicht auch noch eine Festigkeit. Hier, gut, in dem Fall so in die Richtung und hier oben noch durch, hier noch durch, dort. Hier oben habe ich ja meine jeweilige Schnittstelle. Also, das wäre zum Beispiel jetzt eine Möglichkeit, dass man die wichtigen Bestandteile, die jetzt nützlich sind, die wichtig sind, dass man jetzt den Bereich hat, um anzuschlagen, den Bereich hat, um anzuschlagen an dem jeweiligen Bauteil. Ich habe hier meine Bohrschablone und alles andere habe ich so genutzt, dass ich nicht viel Druckmaterial brauche, dass das Bauteil einfach zu drucken ist, dass es vielleicht auch nicht allzu hoch ist, ja, wenn man hier jetzt noch reingeht in dem Bereich hier. Das, was ich Ihnen aufzeigen möchte, ist, man muss einen anderen Weg gehen. Und alles, was hier drin ist, das hier, brauchen Sie im Endeffekt gar nicht, weil es wird ja eh nicht verwendet. Also das ist ein Weg, wie man sich traut, die additive Fertigung ein bisschen besser einzusetzen bei ganz einfachen Bauteilen. Und das ist eine super Übung, um da mal drüber nachzudenken. Also das sollte vielleicht eher nicht mehr die Realität sein, sondern eher das hier, machen wir hier noch einen grünen Haken hin, dass es auch gut ausschaut. Denken Sie da mal drüber nach, bei dieser einfachen Anwendung als Beispiel. Und wenn Sie jetzt wissen wollen, wie man das noch bei vielen weiteren Bauteilen macht, was dort noch für Denkansätze da sind und Sie dort offen dafür sind, dass Sie sagen, gut, ich möchte auch was dazulernen, ich möchte wissen, wo hakt das Ganze und Sie sind offen auch dafür, um Beratung anzunehmen,
dann kommen Sie einfach zu uns ins kostenfreie Erstgespräch und wir schauen uns Ihre Anwendung mal an und ich kann Ihnen einen guten Weg geben, wie Sie doch die ersten Schritte machen. Ob Sie die dann alleine versuchen umzusetzen oder ob wir das dann gemeinsam machen, das liegt dann komplett bei Ihrer Entscheidung. Aber dafür, um uns mal kennenzulernen, um zu sehen, wie wir arbeiten, kommen Sie einfach zu uns ins kostenfreie Erstgespräch.